Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann The Wolf Inn. Und hier haben wir das Achievement Glyphenjäger der Insel von Dorn. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Entdeckt die folgenden Glyphen des Himmelsreiters auf der Insel von Dorn. Das sind insgesamt 8 Stück und da sind wir jetzt gerade schon. Also einmal quasi im ersten neuen Gebiet. Und ich würde sagen, wir gucken uns da jetzt alle 10 Glyphen an. Wichtige kleine Randinformation, für diese Art Achievements gibt es tatsächlich auch ein Meta-Achievement. Und dafür kriegen wir auch ein schickes Mount, aber da werde ich nochmal ein eigenes Video machen. Also sprich, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Himmelsreiter-Glyphen mitzunehmen. Denn auch wenn ihr jetzt hier quasi nicht skillen könnt, ne, also wir haben ja einmal die Möglichkeit, unsere Fertigkeiten zu skillen. Das haben wir ja von den Dracheninseln schon. Aber die Glyphen bringen euch die Achievements und zusätzlich natürlich, wenn ihr alle habt, auch noch das Mount. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal los und holen uns die erste Glyphe. Die erste Glyphe im ersten Gebiet befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 23, 58 und zwar hier oben auf dem Gipfel. Und da würde ich sagen, fliegen wir jetzt mal hoch und holen die uns. Also ihr seht, da oben haben wir auch den Rare, der einen Mount droppt. Und jetzt sind wir ganz weit oben am Gipfel, fliegen einfach durch und damit haben wir jetzt die erste Glyphe einmal eingesackt. Die zweite Glyphe können wir uns direkt da hinten holen und zwar sind wir da auf den Koordinaten 44, 79. So, ich bin jetzt ein bisschen vorangesprungen. Also wir sind jetzt relativ nah dran. Und hier ist es jetzt so, dass die hier seitlich an dem Turm dran ist. Ne? Also da können wir dann auch einmal durchdüsen. Und damit haben wir dann Nummer 2 eingetütet. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier ist quasi der Turm und da könnt ihr dann seitlich einfach ranfliegen. Den nächsten Spot, den wir haben, der ist jetzt in der Nähe von diesem Theater. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 62, 44. Und dort haben wir das Ganze auf einem Berg drauf. Wir können uns mal kurz umschauen. Also hier haben wir diese Trauerhöhe. Und dann auf dem Berg oben drauf haben wir quasi die nächste Rune. Und damit haben wir 3 von 10. Nicht weit entfernt von der Trauerhöhe haben wir jetzt hier unsere nächste, und zwar auf den Koordinaten 71, 47. Und die ist bei dem Flusslauf hier direkt unter der Brücke. Und da fliegen wir jetzt einmal durch. Und damit haben wir dann Nummer 4 auch eingetütet. Als nächstes fliegen wir jetzt oberhalb der Metbrauerei rum. Und zwar ist es nur ein Steinwurf hier von der Brücke entfernt. Auf den Koordinaten 78, 42 haben wir dann die nächste Glyphe. Und die befindet sich quasi hier unten, seht ihr die Metbauerei, einfach ganz oben auf dem Berg. Und auch die können wir einmal eintüten. Und dann haben wir Nummer 5. Dann sind wir jetzt auf den Koordinaten 75, 22. Und dort haben wir dann den nächsten Spot. Das ist einmal hier auf dem Berg drauf. Wir sammeln sie gleich mal auf. Und ihr seht, das ist halt quasi hier diese mittlere Insel. Ne? Und da auf der höchsten Erhebung haben wir die nächste Glyphe. Ich nochmal auf der Map. Also hier auf der Spitze. Addon ist übrigens Handy Notes, falls ihr das nicht habt. Also Handy Notes und dann The Warwith Inn. Die nächste Drachenreiter-Glyphe ist jetzt mal nicht auf der Spitze vom höchsten Berg. Und zwar, wir sind jetzt hier einmal bei den Koordinaten 56, 17 und hier haben wir die höchste Erhebung. Ne? Das Ganze ist jetzt aber in so einer kleinen Senke und ich würde sagen, da fliegen wir jetzt mal kurz runter. Und ihr seht, da haben wir so einen kleinen Bach und hier zwischendrin, zwischen den Felsen, befindet sich die Glyphe. Die nächste Glyphe ist dann wieder relativ weit oben und zwar auf dem höchsten Gipfel hier in der Zone. Wir sind einmal auf den Koordinaten 47, 27 und hier auf dem hohen Berg über unserer kleinen Hauptstadt haben wir dann die nächste Glyphe. Hüten wir ein und ihr seht, da unten haben wir dann das Städtchen. Und jetzt dürfte nur noch eine letzte fehlen. Die nächste haben wir dann einmal, weil sie hier ein bisschen in der Nähe von der Hauptstadt bei der Instanz Sturmposten. Und zwar auf den Koordinaten 27, 40. Und das war übrigens jetzt die vorletzte. Eine fehlt uns dann quasi noch. Das können wir jetzt auch noch eintüten. Also ich fliege jetzt mal noch ein bisschen raus. Hier unten ist quasi die Instanz.
und obendrauf an dem Baum an der Seite mit dran. So, dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten. Ich hatte noch eine übersehen und zwar ist die auf einer Insel hier auf den Koordinaten 68, 71. Und die können wir uns jetzt auch noch eintüten. Die ist hier so auf einer kleinen Erhebung. Und damit haben wir quasi jetzt alle Glyphen für das erste Achievement abgeschlossen. So, das war's dann mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut ihr gern bei den nächsten Videos wieder rein. Euer Tela, bis dahin. Ciao.